Und damit willkommen zu Folge 15 von Transportüber 2. Wir haben gerade einen neuen Bus freigeschaltet, den werde ich auch mal gleich ansetzen. In der letzten Folge haben wir den neuen Hauptbahnhof hier gebaut, also einen größeren Bahnhof. Und die Strecke hier verändert. So, in dieser Folge werde ich erstmal mich um dieses Problem hier kümmern und den Schnellzug vergrößern, deutlich vergrößern. Da machen wir mal einen Zug, die Lok. Dann können wir bis zu 240 Meter, werde ich den so machen. Und gleich noch kopieren. Kostet zwar, aber das ist halt so. Und ist lang. Und 200 Personen passen rein, also müsste erstmal passen. So. Der müsste jetzt voll werden. Ja. Und schauen wir den mal ein bisschen hinterher. Sicht ist irgendwie am besten. Na, ich glaube, ich nehme doch lieber die Sicht von oben. Und ist immer noch voll. Jetzt muss er auch noch warten. Und jetzt auch noch auf dem warten, ey. Mensch. Wir sind hier Schnellzug, wir haben Vorrang. Der ist auch voll, finde ich gut. Aber das Schnellzugkonzept funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Und immer noch keine neuen Bahnübergänge. Der braucht aber echt eine Weile, bis der auf Geschwindigkeit ist, also. Und mit Kameras gar nicht so leicht zu erreichen. Jetzt muss er eh runterbringen auf 60 gleich. Hier ruckelt es irgendwie ziemlich. Ich glaube, es sind die vielen Leute, die hier unten sind. So, ich habe bemerkt, dass wir letztes Mal vergessen hatten, hier eine Schifflinie zu machen.
Deswegen werde ich das jetzt mal ändern. Beilingen Stadt Bahnhof mit dem Schiff. Hier haben wir jetzt noch keine Schiffsroute. Aber ich glaube, hier braucht man auch nicht wirklich hoch. Hier ist noch nicht mal der Bahnhof angeschlossen, auch gut. Braucht man auch noch keine. Ich setze jetzt erstmal ein Schiff auf die Route hier. So. Aber wir haben noch nicht mal den Bahnhof hier mit verbunden, Mann. Wieso habe ich so viel nicht gemacht hier? Mensch. So, dann mache ich hier mal eine Treppe. Mache erstmal hier hin. So. Und jetzt ist der Bahnhof damit verbunden. Perfekt. So, hier. Die vier Städte würde ich gerne zusammen mit Straßenbahn verbinden, unter anderem auch noch. Und die hier am besten auch noch, weil hier ist ja so eine große Bahnstation noch. Kann ich hier noch... Ne, kann ich nicht mehr. Ah, das ist natürlich blöd. Aber hier hinten kann ich noch erweitern. Und dahin kann ich es auch noch erweitern. Gut. Dann, ich habe leider noch nicht die Straßenbahnschienen. Ich würde jetzt erstmal nehmen, dass wir die hier nehmen. Ne, ich nehme mal die hier. Dass das dann später die Straßenbahnschienen werden. Die ausschließlich Straßenbahnschienen. Dann werde ich jetzt hier erstmal ein bisschen verbessern und miteinander verbinden. So, dann fangen wir damit mal an. Huch, jetzt macht er irgendwas Komisches hier mit Wänden, das will ich nicht. So ist besser. Und zurück zur 1. Damit der das auch schön macht, so dass der hier rausfährt. Dann soll der mal beim Zurückfahren nochmal den hier mitnehmen. So. Ich brauche natürlich auch noch ein Tram-Depot. Mal hier hin an die Kreuzung. Dann nehme ich die Tram wieder. Ich glaube, dann nehme ich dann erstmal die mittleren. Mann, da nehme ich mal lieber gleich 7 Stück. Natürlich muss ich jetzt auch hier
den Terminal natürlich auf Terminal 1 machen, auch wenn da jetzt schon eine andere Linie drauf ist. Und jetzt die nächste Linie. Die wird noch ein bisschen länger. Würde ich dann auch gleich von den drei teiligen und zwar 10 Stück drauf packen. Dann benennen wir mal die Linien und zwar das ist Beilingen-Baruth-Tram und das ist Beilingen-Ettenheim-Tram. Die Linie ist wo? Nirgendwo, die existiert nämlich nicht. So, dann hoffe ich mal, dass hier auch Nachfrage besteht. Aber ich denke mal schon, dass viele auch mit der Tram jetzt, ja, hier stehen schon 2 Leute, also ich glaube Nachfrage besteht auf jeden Fall. So, hier wollte ich das nochmal gerne mit dem Bus machen. Hier noch mal durch die Stadt fährt. So. Und dahin. Dann hier hin. Dann hier hin. Dann hier drüber zurück. So, das ist dann Grafenau Bus 1. Und da würde ich einfach Busse von hier holen. Kann ich gleich die neuen nehmen. So. Der ist immer noch voll. Aber es werden schon deutlich mehr abtransportiert, das ist doch gut. Und Wünneberg-Erding, ich sag's mal wieder falsch, kann mal noch einen Zug mehr vertragen. Kommt sogar jetzt von hier hinten. Der Rest geht eigentlich noch. Na gucken, hier warten jetzt ziemlich viele. Das ist sogar die gleiche Linie. So, ich hoffe, ich krieg mal die neuen Straßen und die Tramgleise hier auch. Also die Straßen, die ausschließlich für Tramgleisen halt sind. So, ich wollte mal schauen, dass wir mal einen Güterzug machen, der mal ein bisschen weiter fährt. Na, man ruckelt gerade so. Hier können wir den Bus theoretisch anschließen, aber das bringt uns nichts, weil hier immer noch ziemlich viel rumliegt. Wir können jetzt hier irgendeinen Steinbruch am besten. Auf der anderen Seite der Map würde ich gerne einen Steinbruch irgendwo nehmen. Gibt's keine Steinbrüche, ist das euer Ernst? Gibt's keine weiteren Steinbrüche auf der ganzen Karte? Okay, dann eben nicht Steinbrüche, sondern Weizengetreidefelder. Da muss es doch bestimmt was geben. Ja, hier unten ist eins, aber mitten im Nirgendwo. Also keine gute Idee. Bestimmt gibt es hier doch irgendwo hier. Ist auch irgendwie mitten im Nirgendwo. Naja, kann man irgendwie probieren, eine Bahnstrecke lang zu machen. Hier irgendwie an der Straße entlang. Das sieht eigentlich doch bestimmt ganz nett aus.
Die muss aber extrem lang sein. Also die Bahn. Und der Bahnsteig natürlich dann auch. 320 Meter Minimum. Das sieht dann natürlich wieder nicht so gut aus. Aber wenn wir das so machen, sieht es mittelmäßig aus. Nicht ganz so schlecht, aber auch nicht top. Muss das noch ein bisschen weiter nach oben, damit es auf Straßenhöhe ist. So, warum ich das jetzt alles mit Oberleitung gemacht hat, hier können wir unser Krokodil ausprobieren. So, dann schaue ich mal, dass ich hier hinkomme. Ich konnte beide Stellen nicht miteinander. Warum nicht? Eigentlich müsste es doch gehen. Ah, nee, geht nicht. Weil, jetzt kommt das große Weil, ich hier noch eine Strecke rüber machen muss. Und hier hinführen muss. So. Deshalb funktioniert es nicht. Ja, das sieht doch schon besser aus. So, hier fährt er jetzt zweigleisig. Fährt hier auch durch den Bahnhof zweigleisig, perfekt. Und hier geht er dann auf ein Gleis, beziehungsweise lässt er sich dann überholen und dann fährt er hier rein, perfekt. So wünscht man sich das doch. So, ich kann jetzt den hier schon mal abreißen. Und dann hier unten einen hinmachen. Und den dann mit der Straße verbinden. So, müsste jetzt eigentlich alles verbunden. Gut, dann setzen wir da mal einen Zug auf. So. Dann nehme ich die Elektrolok. Und dann viele Wagen. Bis zu 320 Meter. Und es ist immer noch auf mittelmäßig. Ja, 17 Millionen kostet mich das. Was ist das jetzt? Okay, irgendwo hat da Probleme mit der Oberleitung. Ah, ich glaube. Die Station ja nicht. Ah, die Station, stimmt. Die wollte ich ja noch nicht elektrifizieren. So, jetzt hat er keine Probleme. Dann Abfahrt. Erste Elektrolok auf unserer Welt. Und hier kommen auch schon das erste Getreide. So, dann wollte ich gerne nochmal diese Linie ändern. Und zwar auf der 1 soll der jetzt immer voll laden. Passt ja auch irgendwie vom Stil her durch die Berge, dass hier ein Krokodil lang fährt. Mehr als 60. Wie schnell kann der jetzt? Ein 75 km/h kann er nicht viel mehr als 60. Oh, wir sollten mal hier
Fahrzeuge kurz austauschen. Und zack, sind wir schon ein paar Millionen ärmer. Oh, wir haben eine neue Dock für 120 km/h und ein neues Flugzeug. Ja, das Flugzeug müsste ich mal einen zweiten Flughafen bauen. Und irgendwie ruckelt es jetzt die ganze Zeit. Jetzt geht's wieder. Ich merke gar keinen Unterschied mehr. Okay, dann werde ich dich jetzt nicht hinterher gucken, der ist mir zu lahm. Wir können jetzt mal den Schnellzug austauschen gegen die neue Lok. Mit der kann auch nur 100, die können natürlich 110 hier. Dann nehme ich die Waggons. So, 11 wieder. 7 Millionen kostet mich das Ganze. Natürlich bin ich hier jetzt gerade auf der falschen Route. Da würde der nicht die 120 erreichen, hier aber schon. Oder die 110 kann er ja nur durch die Fahrer. Ich muss aber eben gleich wieder abbremsen wegen dem Bahnhof. So, und da lädt er wieder voll. Perfekt. Das müsste wieder ein Vanilla-Teil sein. Das heißt, hier hat man gar nicht... Ja, hier kann man gar nicht in die Lokperspektive gehen. Keine Ahnung, warum er das gleich auslöscht. Naja. So, 60 hier rum. Und hier kann er wieder auf die 110. Ja, der nächste Bahnhof, wo er hält, ist ja noch ein bisschen hin. Und 110 km/h, perfekt. Ah, der kann die Geschwindigkeit kaum schnell, kaum lange halten. Weil dann schon der nächste Bahnhof wieder kommt. Oh, wir haben die neuen Straßen. Wir haben die neuen Straßen, deshalb wird es so ruckelt. Ja, das ist doch gut. Dann möchte ich erstmal die hier anpassen. Jetzt ist die Frage mal, nehmen wir die oder die mit Gehwegen? Ich glaube, die reichen. Ja und ja und so. So. Dann noch hier.
Genau. Und noch irgendwo an der Anfangsstadt hier muss es doch noch irgendwo. Nee, hier. Das wollte ich doch noch. Die Schnellstraße wollte ich doch noch durch die neue Straßenbahnschiene ersetzen. So, fahren wir hier mit dem Tunnel drunter durch. Sieht doch irgendwie auch cool aus. So. Dann kann jetzt hier der weg. Und wieso? Ach, weil da eine Station ist. Dann nehme ich die Station mal weg. Und die Bahn kann gleich, die 4 kann weg. Und die 7 kann auch weg. So. Dann fährt er nur da einmal rum. Aber das sieht auch bestimmt schon besser aus. Ah, und das ist jetzt natürlich kein Weg. Toll. Dann muss ich den Straßenbahn wieder zeigen, wo es lang geht. So. Jetzt können die auch mal hier ein bisschen Dampf geben. Aber das ist doch gut. Hier versinkt es auch nicht in Verkehrschaos. Nö. Das geht total. Wo ist denn unser neuer Zug eigentlich? Das ist der Schnellzug? Da. Ist noch nicht mal angekommen. Okay, das braucht wohl noch eine Weile. So, als nächstes müssten wir hier hinten mal Braunschweig anschließen und die Nebenstrecke damit verbinden. Und das werden wir dann voraussichtlich in der nächsten Folge machen. Diese Folge habe ich jetzt viel nur Züge angeschaut, aber ich finde, das gehört auch einfach mal dazu. Boah, wir haben ein Fahrzeug mit Oberleitung. Cool. Muss ich mal probieren einzusetzen. Aber ich glaube, das wird erstmal noch nichts, weil der sah nicht sehr groß aus und damit nicht sehr viel Platz. Und das brauchen bis jetzt nur die Nebenstrecken, die keine Oberleitung haben. 7 Millionen Gewinn macht der, weil alle jetzt aussteigen. Wohin wollen die alle? Hauptsächlich nach hier und zum Bus. Okay, ich sehe jetzt schon. Na, welcher ist es? Na, wieso? Das müsste der Bus 2 sein. Aber eigentlich geht's ja noch. Ah, was ich noch gerne machen wollte, hier. Hier, die Stadt hat bis jetzt noch keinen Bahnanschluss. Weil ich mache mal kurz zwei Plattformen dahin und nicht elektrifiziert. Weil, nee. Aber ich mache doch eine so. Weil das nicht richtig nah dran war, nicht nah genug dran. Jetzt hat es einen Bahnanschluss. Jetzt kann man hier auch. Man muss einen kleinen Schwenker machen. So. Jetzt ist die Stadt ja auch mal angeschlossen. Jetzt geht es nämlich hoch hier mit den Reisezielen. Ja. Dann würde ich sagen,
Wir haben diese Folge viel angeschaut. Und ich würde sagen, das war es auch schon wieder mit dieser Folge. Wir haben jetzt endlich die neuen Straßen. Und oh, ich finde es cool aus, wenn er so locker und leicht lang fährt. Nur eine Straße drunter, nur mit dem Gleis. Ja. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und ciao. We'll be right back.